Tokyo Hotel, die Jungs sind noch nicht mal volljährig, haben aber schon irre viel Geld verdient. Viele Fans fragen sich natürlich, wie muss das sein, wenn man so reich ist? Können die Jungs sich alles kaufen, was sie so wollen? Bestimmen sie ganz alleine über ihr Geld? Silke Haas hat einfach mal gefragt, ob sie alle schon Millionäre sind und nach Herzenslust prassen oder ihr Geld eher vernünftig anlegen. Die Zwillinge Bill und Tom, Gustav und Georg füllen nicht nur Konzerthallen, sondern auch ihre Konten. Seit einem Jahr ist Tokyo Hotel nun im Geschäft und hat in der Zeit schon ganz ordentlich Geld gemacht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass natürlich so ein Klischee, wenn man irgendwie auf Platz 1 war, dass man dann irgendwie Millionen verdient hat und so. Also wir können auch nur sagen, wir müssen uns das auch erspielen irgendwie. Klar verdient man Geld, aber man hat irgendwie nicht sofort Millionen auf dem Konto. Also alles andere als das. Branchenkenner schätzen, dass die Band insgesamt an Plattenverkäufen, Tourneen, Sponsorenverträgen und Fanartikeln rund 2 Millionen Euro verdient hat. Doch die Jungs verprassen ihr Geld nicht etwa und fragen sogar ihre Eltern um Rat, wie sie es sinnvoll anlegen können. Wir sind alle ziemlich sparsam, muss ich sagen. Und ansonsten natürlich unsere Eltern, die uns da Tipps geben. Aber die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ey, gar nichts ausgeben oder so, sondern die geben uns eher Tipps dabei. Einige Wünsche können sich die Jungs im Gegensatz zu anderen Teenies schon erfüllen. Bill zum Beispiel gibt gern Geld für Klamotten aus, aber verschwenderisch sind alle vier nicht, außer wenn es um Musik geht. Ich bin halt nicht so der Shopping-Freak, wenn, dann bin ich also einer, der sich so Haufen Sachen für Schlagzeug holt, ob es jetzt doppelt oder dreifach jetzt da ist, ist es eigentlich überhaupt gar nicht so das Problem, aber bei mir ist immer so alle 2 Tage Musikladen am besten. Also so ganz große Sachen haben wir uns jetzt noch nicht besorgt. Oder wir es gibt auch gerne mal Go-Kart fahren oder sowas. Oder ja, auch mal ins Kino, aber nur einmal. Tom und ich machen ja jetzt bald irgendwie Führerschein, ja, ne? Genau. Wir alle, ja, wir drei. Und da geraten die vermögenden Jungs schon ins Träumen. Traumautos gibt es immer, aber... Es gibt viele Traumautos, also ne? Also gegen so einen schicken Ferrari hat man schon nichts einzuwenden, aber ich glaube, als erstes Auto ist das ziemlich gefährlich. Also erstens das und zweitens müsste man da das Budget von den internationalen Stars haben, glaube ich. Wenn dieser Hit der letzte ist, dann haben die Jungs jedenfalls vorgesorgt. Denn sie wissen, das Musikgeschäft ist schnelllebig. Ganz schön erwachsen, die Tokyo-Teenies.